Wir schreiben das Jahr 1981. Das Ehepaar Lotti und Hans-Ruhe D. Meyer erklimmt die Strecke vom Brienzer See zum Rothornkulm mit Dampfkraft und mit der Kamera im Anschlag. Auf der Strecke gibt es 3 Kreuzungsstellen, Geldried, wo unser Zug gerade hält, Planalp und Oberstaffel. Talwärts zu sehen ein Zug mit einer Diesellok vom Typ HM22. Die Brienz-Rothornbahn wurde 1892 eröffnet und fährt seither mit Unterbrüchen mit Dampf über die 7,6 Kilometer lange Strecke. Hier talwärts die kohlebefeuerte Dampflok 6 von SLM aus dem Jahr 1933. Eine Zahnradbahn nach dem System Abt, Spurweite 800 mm, Bauzeit 2 Jahre. Bergwärts stehen 3 Züge mit kohlebefeuerten Dampfloks aus der Gründungszeit der Bahn mit je einem Vorstellwagen. Nun die Durchfahrt durch die Felswand bei Planalp mit Blick auf den Brienzer See. Eine fantastische Aussicht. Dieses Video, schreibt Michael Meyer weiter, entstand 1981 mit einer Super-8-Kamera durch meinen Vater. Das Video wurde glücklicherweise digitalisiert und nachträglich mit Ton synchronisiert. In der Station Planalp heißt es abschmieren und Wasser fassen. Hier ein Bild von Lotti Meyer beim Filmen. Die Tonaufnahmen wurden 2017 und 2019 nachträglich vor Ort in Brienz und am Monte Generoso mit baugleichen Dampfloks aufgenommen und auf die Bilder synchronisiert. Ein Zeitdokument einer Epoche, als es auf der Brienzer Rothornbahn noch 7 kohlegefeuerte Dampfloks im Planbetrieb gab. Kurz nach Planalp wird auch die Baumgrenze überwunden. Danach folgen weite offene Passagen über Almwiesen, bevor es kurz vor dem Gipfel in felsigere Landschaften geht. Je nach Sitzplatz hat man eine gewaltige Aussicht auf den Brienzer See, auf das Schreckhorn oder das Sustenmassiv. In den frühen Jahren der Bahn hatten sich die Fahrgastzahlen nicht wie gewünscht entwickelt. Zu viel Konkurrenz in der Region machten der Bahn das Leben schwer. Der Kriegsausbruch 1914 brachte das vorläufige Ende der Bahn. 1931 mit dem Wiederaufkeimen des Alpintourismus wagten Geldgeber die Wiedereröffnung der Strecke, da die Gleisanlagen trotz der langen Betriebspause noch in gutem Zustand waren. Unterdessen sind wir in der Station Oberstaffel eingetroffen und kreuzen mit einem Dieselzug. Der aufwendige Betrieb mit Dampfloks ließ immer wieder die Diskussion aufkommen, die Bahn zu elektrifizieren, eine Luftseilbahn zu erstellen oder neue Dieselloks zu kaufen. Zum Glück blieb alles beim Alten. Es kann durchaus auch sein, dass sich mal Kühe auf die Gleise verirren. Aber die Dampfrösser machen den Kühen zumeist Beine. Die Fahrzeit beträgt etwa eine Stunde bei einer maximalen Geschwindigkeit von 9 Kilometern pro Stunde. In dieser Zeit werden immerhin 1678 Höhenmeter überwunden. Die letzten Meter zum Gipfel geht es zu Fuß. Ein unglaubliches Panorama, was den Fahrgästen hier zu Füßen liegt. Die letzten beiden Tunnels sind die Schoneck-Tunnels mit 37 bzw. 133 Metern Länge und kurz nach dem Verlassen des letzten Tunnels erreicht die Bahn die Endstation Rothornkulm,
auf einer Höhe von 2244 Metern. Und mit einem überwältigenden Blick ins Tal, wo schon die nächsten Züge auf dem Weg zur Endstation sind. Geschoben von den kohlebefeuerten Dampfloks 6 und 7 aus den Jahren 1933 bzw. 36, diese sind stärker und können auch zwei Vorstellwagen schieben. Die Dampfloks von 1891 nur einen. Die Loks wurden recht munter zwischen unterschiedlichen Bergbahnen hin und her geschoben. Loks von der Roche-Denet-Bahn wurden nach der Elektrifizierung an die Monte-Generoso-Bahn weiterverkauft und von dort wiederum nach Brienz abgegeben, als man in den 50er Jahren Dieseltriebwagen kaufte. Hier die Auspuffschläge von Lok 1 Ex-Zahnradbahn Clion-Roche-Denet, da trug sie die Nummer 4, Ex-Monte-Generoso-Bahn, da trug sie die Nummer 7. Heute ist sie nicht mehr in Betrieb, aber sie ist sauber verräumt in einer Remise der Brienz-Rothornbahn. So ist es zumindest bei Wikipedia zu lesen. Mit diesen Bildern beschließen wir das Erklimmen des Rothorns im Jahr 1981.